Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder ein Food Haul für euch. Mein erster Food Haul ist ja so gut bei euch angekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch direkt nochmal, was ich aktuell so an Lebensmitteln eingekauft habe. Ich schaue ja wirklich sehr, sehr, sehr auf Angebote. Jeden Sonntag schaue ich mir die ganzen Angebote durch und anhand von diesen Angeboten werde ich auch eben die verschiedenen Gerichte unter der Woche kochen. Außerdem habe ich eine Vorratskammer und wenn es verschiedene Angebote gibt, die man eben aufbewahren kann, kaufe ich von diesen eben gleich ein bisschen mehr. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so mit dem Einkaufen macht. Schaut ihr auch auf Angebote? Kauft ihr auch auf Vorrat ein? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Also schreibt mir das echt gerne mal unten in die Kommentare. Ich habe bei Edeka und bei Netto eingekauft. Die beiden Läden sind nämlich in meiner direkten Umgebung. Bei Netto habe ich dieses Mal gar nicht so viel gekauft. Da gab es gar nicht so gute Angebote, finde ich. Aber bei Edeka habe ich einiges gekauft. Also wenn euch solche Food Hauls interessieren, die werde ich jetzt in Zukunft auch regelmäßig machen. Dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten direkt mit meinem Food Haul. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, als erstes fange ich mal an mit Nudeln. Die gab es eben bei Edeka im Angebot für 99 Cent pro Packung. Das sind 500 Gramm enthalten. Das sind die hier von Delverde. Die hatte ich noch nie. Hier habe ich mal die Verfalle-Nudeln gekauft. Und die werde ich unbedingt ausprobieren, weil die Marke, da habe ich noch nie Nudeln gekauft. Deswegen bin ich schon sehr gespannt. Dann gab es hier auch von dieser Marke Vollkornnudeln im Angebot. Das fand ich ja richtig cool. Da habe ich die gedrehten hier mal mitgenommen. Weil von Barilla zum Beispiel, da kaufe ich die Nudeln meistens. Das sind die Vollkornnudeln ja immer noch viel teurer wie die normalen. Und bei der Marke, da waren die einfach gleich vom Preis. Das fand ich ja richtig cool. Deswegen werde ich hier die mal ausprobieren. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr die schon mal ausprobiert habt und wie ihr die findet. Ach übrigens, in der Edeka-App bekommen wir nochmal 10%. Ich nutze die App ja auch und deswegen haben die mit der App nur 89 Cent pro Packung gekostet. Finde ich echt richtig günstig. Normalerweise kostet eine Packung 1,79 Euro. Dann geht es weiter mit Toast. Wir machen ja Sonntagabend meistens Sandwich. Das ist ein Ritual bei uns. Die machen wir mit dem Opti-Grill. Die schmecken einfach so gut. Und da habe ich hier diesen Golden Toast mitgenommen. 500 Gramm sind enthalten und ich habe hier den körnigen mitgenommen. Das war auch der allerletzte. Bei uns beim Edeka sind die Angebote so schnell weg, aber ich glaube, das ist einfach überall zurzeit so, weil viele einfach nach Angeboten einkaufen, was ich einfach auch voll nachvollziehen kann. Und der war hier auf 1,11 Euro reduziert von 1,90 oder so. Dann gibt es auch Haushaltsnatrion im Angebot für 1,49. Das finde ich schon sehr, sehr günstig. 250 Gramm sind darin enthalten und mit dem wasche ich total gerne, eigentlich immer täglich, mein Obst und Gemüse. Ich habe noch eins offen, aber ich habe mir auf jeden Fall eins für den Preis, ja, als Vorrat mitgenommen. Das hält auch ewig. Das hält bis zum 25.01.2026. Mit Mutti-Produkten mache ich weiter. Die mag ich echt am allerliebsten. Die waren im Angebot für 1,11 Euro. Manchmal gibt es die noch günstiger für 99 Cent, aber ich habe wieder ein paar gebraucht. Normalerweise kostet eine Dose 1,69 Euro. Und zwar habe ich hier einmal diese Tomaten mitgenommen. Die kann man ja auch immer brauchen. Und dann hier auch einmal dieses feine Tomatenfleisch mit Basilikum. Ich finde, mit Basilikum schmeckt es immer noch ein bisschen besser, weil da auch einfach schon ein, ja, Geschmack dran ist. Von Gut und Günstig durften dann auch wieder diese scharfe Jalapenos mit. Die sind schon in Scheiben geschnitten und die sind auch wirklich sehr gut. Weiter geht es dann mit meiner Lieblingshafermilch. Das ist die von Oatly hier, die graue. Das ist die Barista Edition. Mit der trinke ich immer meinen Kaffee und die schmeckt auch wirklich richtig lecker. Also wenn jemand umstellen möchte, fangt auf jeden Fall mit dieser hier an. Ja, auf jeden Fall habe ich mir da eine mitgenommen, war nicht im Angebot. Aber ich hatte keine mehr und ich weiß nicht, aber ich bekomme die so schlecht, wenn die mal im Angebot ist. Die ist ständig ausverkauft. Das ärgert mich dann immer, weil ich würde auf jeden Fall 6 Packungen ja direkt mitnehmen im Angebot. Aber das ist wirklich so schwer, die bei uns zu bekommen. Da kostet eine 2,69 und im Angebot bekommt man die für 1,59. Also ist halt auch ein Riesenunterschied. Dann geht es weiter mit einer Gurke. Salatgurke, die war, hat nur 99 Cent gekostet. Salatgurken sind ja momentan extrem teuer. Die kosten ja bis zu 2,50 Euro.
natürlich. Also echter Wahnsinn, deswegen habe ich mir da eine mitgenommen. Dann ebenfalls im Angebot für 99 Cent, auch mega günstig für Tomaten momentan, habe ich die von Gut und Günstig mitgenommen. Das sind die Mini-Pflaumen-Tomaten, 250 Gramm in einer Packung. Ja, Tomaten kann man auch immer gebrauchen, finde ich. Dann gab es auch Red Bull im Angebot, da habe ich mir nur eins mitgenommen. Wir haben nämlich noch ein paar auf Vorrat, aber das schmeckt hier so lecker. Das ist Aprikose und Erdbeere und die gibt es momentan für nur 77 Cent. Also für 77 Cent sind die wirklich sehr, sehr günstig. Machen wir weiter. Oh, da habe ich schon was aufgemacht. Oh, an den konnte ich nicht vorbeigehen. Ich hatte richtig Lust auf diese Eierwaffeln mit Schokolade hier drinnen. Oh mein Gott, die sind wirklich so lecker. Die sind von Gut und Günstig. Da sind 4x2 Stück drinnen und eine Packung kostet 1,69. Dann im Angebot waren Kekse für 79 Cent. Da habe ich mir 3 Packungen mitgenommen, wenn schon, denn schon. Wenn die mal im Angebot sind, einmal diese Kekse mit Vollmilchschokolade überzogen. Dann habe ich hier neue entdeckt, die habe ich noch gar nicht probiert. Das ist ein dunkler Schokokeks mit weißer Schokolade. Boah, ich glaube, die könnten auch richtig lecker schmecken. Ich liebe ja weiße Schokolade. Und dann ebenfalls die ganz normalen Leibniz-Kekse. Habe ich auch mal mitgenommen. Die kann ich eventuell auch mal zum Backen gut gebrauchen. Auch im Angebot. Dann von Lind gab es auch solche kleinen Osterhäschen im Angebot für 2,29 anstatt 3,29, also 1 Euro gespart. Die habe ich mir mitgenommen für unseren Osterbrunch. Die kann man nämlich richtig cool verwenden als Platzkarten. Man kann hier unten den Namen reinschreiben und dann hat man auch schon so ein kleines Geschenk. Ich liebe das ja. Dann geht es weiter mit Salzbrezeln. Hier, die mag ich halt auch mega gerne. Weil ich muss zum Fernsehschauen irgendwie immer was snacken und anstatt Schokolade kann man ja auch die ganz gut snacken. 99 Cent, also Wahnsinn, wie die Preise gestiegen sind. Salzstangen, die immer 39 Cent gekostet haben, also die Eigenmarke, kosten jetzt einfach 89 Cent. Hallo? Ah, finde ich richtig krass. Also der Wahnsinn. Dann von Edeka habe ich dann hier auch noch Backkakao von Gut und Günstig. Habe ich mir mitgenommen, weil ich für meinen Papa für den Geburtstag einen Marmorkuchen backen möchte. 250 Gramm sind da drinnen. Genau, von Edeka, von der Eigenmarke. Dann bei Edeka Eis im Angebot. Oh, das ist so lecker von Mövenpick für 1,99. Das ist meine aktuelle Sucht. Das heißt Triple Choc und das sind eben drei verschiedene Schoko Sorten drin mit Herzchen. Oh mein Gott, das schmeckt so lecker. Und dazwischen sind eben auch noch, wie nennt man das? Ja, Luftschokolade. Kennt ihr die Luflé von Milka? So ähnlich ist es. Also, boah, das Eis schmeckt mega, mega gut. Dann habe ich hier ein neues probiert. Und zwar von Mövenpick hier dieses Cookie Duft. Das ist eben auch mit Keksteig. Schmeckt auch gut, habe ich auch schon probiert. Ich mag ja hier diesen Mix total gerne aus diesen zwei Eissorten. Müsst ihr mal probieren, auf jeden Fall dieses Schokoeis. Dann ebenfalls im Angebot Blattspinat von Edeka für 77 Cent. Das geht voll vom Preis. Da drin sind 450 Gramm. Blattspinat geht auch immer, finde ich. Kann man auch richtig schön zu Pasta machen. Dann Erdbeeren für Porridge. Die kosten 1,69, waren leider nicht im Angebot. Aber ich finde, das geht auch gerade noch, weil gefrorenes Obst eigentlich auch schon ziemlich teuer ist. Dann geht es weiter mit veganen Butter. Die kaufe ich eigentlich nur noch, egal von welcher Marke, von Vivo Life. Die mag ich auch total gerne. Das ist jetzt die hier von Megle. Leider nicht im Angebot, kostet 2,29, im Angebot 1,49. Aber ich habe eine gebraucht zum Kuchenbacken eben auch für meinen Papa. Ja, weiter geht es mit Miller Milchreis mit Protein im Angebot von 39 Cent. Da habe ich Basti ein paar mitgenommen. Einmal diesen Classic hier, dann Schoko und Schoko-Banane und Vanille. Die hat er aber schon mit in die Arbeit genommen. Ja, dann weiter geht's mit Buko, war auch im Angebot, sogar mit der App. Das war wirklich ein super Knüller, von 2,19 kosten die normalerweise auf 99 Cent und mit der App 89 Cent. Habe ich 2 Stück mitgenommen, habe ich noch nie probiert. Einmal diesen hier, der ist mit gerösteten Knoblauch und Thymian. Habe ich wirklich noch nie probiert, könnte aber richtig lecker schmecken. Und dann diesen hier, der heißt India. 100% natürliche Zutaten hat dieser. Das ist irgendwie so eine Jubiläumsaktion. 70 Jahre. Ich weiß gar nicht, was da ungefähr so drin ist. Papaya ist drin, okay. Speisesalz, Schwarzkümmelsamen, Gewürze, Kräuter, Chilipulver und Kurkuma. Ja, Kurkuma, klar. Haben wir schon gedacht.
Bin ich auch schon sehr gespannt. Dann habe ich Skier für Basti wieder mitgekauft von Gut und Günstig für 1,49. Ja, alles wird immer teurer. Ich weiß noch, wie der 99 Cent gekostet hat. Aber naja, dann ebenfalls im Angebot für 1,49 hier so ein Pasta-Käse. Die halten sich ja auch echt immer lange. Der hält jetzt bis Ende Mai. Und dann nehme ich auch immer ein, zwei Packungen mit, wenn die im Angebot sind. Der ist jetzt würzig und pikant. Dann war ich noch kurz bei Netto, hauptsächlich eigentlich wegen diesen Säften von Albi. Die gab es nämlich für 1,11 Euro. Da habe ich hier Maracuja mitgenommen, mag ich total gerne. Maracuja mal ist mal was anderes wie nur Wasser. Mische ich aber natürlich auch mit Wasser, weil sonst ist mir der einfach zu süß. Dann habe ich zwei Orangensäfte mitgenommen, auch von Albi, eben auch für 1,11 Euro. Die nehme ich auch total gerne, wenn ich Ingwer-Shots mache. Normalerweise macht man das ja auch mit frischen Orangen, die muss man aber erst pressen. Sind mir dann irgendwie auch zu, ja, was heißt teuer? Ja, nicht so teuer, aber ist einfach viel praktischer, wenn man einfach einen Orangensaft nimmt für den Ingwer-Shot. Dann habe ich hier auch noch einen Saft mitgenommen. Und zwar richtig lecker, Himbeer, Maracuja und Apfel. Dann gab es auch noch Porridge Hafermahlzeit im Angebot für 1,49. Gibt es verschiedene Sorten. Ich habe jetzt mal Waldbeere mitgenommen. Wie viel ist da überhaupt drin? 260 Gramm, das sind 4 Beutel. Also kann man daraus 4 Porridges machen. Ich mag Porridge auch richtig gerne, wenn es noch warm ist. Dann habe ich von Netto hier diese grünen Sojabohnenkerne mitgenommen. Das ist Edamame. Auch in der Konserve, also in der Dose. Dann durfte Kokosnussmilch mit. Die hat weniger Fett. Da gibt es welche mit mehr Fett und welche eben mit weniger Fett. Wir nehmen die hier immer mit weniger Fett. Für asiatische Gerichte mega gut. Hier könnt ihr jetzt meine letzten zwei Videos sehen. Das war es jetzt schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.